A wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. But don't think it's a game. The farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're going to do it all over again, better, tomorrow? Day after day. Season after season. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you. And all those that'll follow. Plant today. Harvest tomorrow. Und damit herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 22. Ja, Leute, es ist soweit. Der Trailer hat uns nochmal abgeholt und ich würde sagen, wir starten direkt los. Menübildschirm zeigt schon mal, was hier so los ist. Und zwar, ja, Season am Start, wa? Wie man in die Karriere, warte mal, herunterladbare, da, Erfolgsoption, da, okay, wir gehen in die Karriere. Freier Speicherplatz, Nummer uno. Ja, weiter. Warte mal, können wir jetzt schon mit dem Controller? Ich glaube, wir können ja schon mit dem Controller. Wir probieren mal. Wir machen mal auf einfacher Farmer, oder? Ah ja, ich dachte schon der Ladebildschirm, aber hier können wir erstmal wählen, welchen Kartentyp wir denn haben wollen, tun möchten. Warte mal. So, und zwar können wir wählen zwischen Elm Creek, das ist glaube ich die US-Map. Dann haben wir Haupt Belleron, das ist hier in Italien, Frankreich, irgendwo da unten im Süden so, glaube ich. Und wir haben die Erlengrad, das ist ja die bekannte Map aus dem Alpine DLC. Die würde ich eigentlich nicht unbedingt spielen wollen, weil haben wir im 19er sehr, sehr, sehr viel gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre eigentlich für die Elm Creek ein bisschen. Ja, gehen wir auf weiter. Mods und DLCs, da das ja vorbestellt ist, haben wir hier Class Xerion Paket mit bei. Ah ja, das ist quasi unser Mod-Monitor. Eieiei. Wenn da viele dazukommen, wird es viel. Wir gehen mal einfach auf weiter. Elm Creek Startbildschirm. Ich muss dazu sagen, ich habe übelst den Hall drauf gerade irgendwie, merke ich. Aber okay, geht schon irgendwie. Ich habe mir vor dem Spiel nicht wirklich informiert. Ich habe gestern inzwie Videos geguckt, wo ich mir so dachte, okay, doch, ist doch recht interessant. Schauen wir einfach mal nach. Ja. Na? Jetzt wäre natürlich noch interessant, ob das doch läuft mit der Aufnahme und alles. Wir können starten. Oha, jetzt müssen wir uns hier erstmal einen Charakter zusammenbauen. Na, das wird ja lustig. Ein bisschen doll dunkel, ne?
Theoretisch ist das schon okay. Frisur, was haben wir denn hier? Wie sieht denn aus? Sag mal. Ach, wir nehmen das hier. War das schon vorkonfiguriert? Das hier war, ne? Wir nehmen das. Ein Bart. Auf jeden Fall diesen. Ja. Kann man hier noch die Farbe ändern? Farbe wählen, na klar. Oha, nee, doll. Warte mal. So, das sieht besser aus. Krass. So, was haben wir hier noch? Klamotten. Klar, wir sind übelst der Imker. Was haben wir denn hier? Nee. Fantusquana. Okay, wir können natürlich die ganze Zeit wie ein Förster hier rumlaufen. Macht aber wenig Sinn. Das ist ja mal voll geil. So. Pulli können wir nochmal ändern. Nee, auf jeden Fall Case. Ist ja geil. Da wir die amerikanische Map spielen, passt ja. Hose. Die tragen typischerweise oft natürlich Jeans, oder? Ja, lassen wir die doch. Arbeitsschuhe. Oh, guck mal, da oben stehen so ja die Firmen. Die Marke Elton ist hier mit bei Husqvarna. Krass. Nehmen wir die, oder? Ein Hut. Ein Cappy, Mütze. Was war denn das hier? Ja, hier stand da gerade Case. Frage. Guck mal hier zwischen der Pudelmütze und dem Ding. Ah, die ist hier unten. Ist schon ausgewählt. Das ist ja cool, okay. Ja. Nee, Handschuhe brauchen wir nicht. Alter, geht noch weiter? Brille? Hier so eine schöne hässliche Gopnik-Brille. Okay, dann machen wir die aber in schwarz. Okay. Bestätigen. Nee, ja, auswählen. So sehen wir aus. Geht weiter? Bestätigen. Willkommen im Landwirtschaftssimulator. Möchtest du jetzt eine kurze Tour beginnen, die dir die Grundelemente des Spiels zeigst? Nö. Ich will das so rauskriegen. Warte mal. Jetzt bin ich gespannt. Erstmal muss ich gucken, ob die Aufnahme überhaupt läuft oder ob die druckelt. Druckelt gerade generell ein bisschen wegen Shader-Cache-Laden, ne? Also die Map, die sieht erstmal ganz cool aus. Wobei ich könnte mir bald vorstellen, dass das. Na doch, könnte man sehen. Warte mal. F1 Hilfefenster können wir mal ausschalten. Wir haben 100.000. Die Zeit stellen wir ein. Oh cool, guck mal. Also viel, viel. Was? Viel feiner gestaffelt. 0,5. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 60, 120. Okay, krass. Man kann halbe Geschwindigkeit, das ist ja auch cool. So, was haben wir hier? Hier wird wahrscheinlich unser. Ja, hier ist nichts, oder? Ist einfach nur ein Unterstand, aber es ist eine schöne Scheune. Wir gucken uns das hier erstmal einfach an. Ne? Ich glaube, der Shader Cache, der hat gerade zu tun, deswegen haben wir hier noch kleine Ruckler drin, aber das ist gerade ja nicht so schlimm. Wer bist du? Zeig her. Also, Controllersteuerung ist das gleiche wie im 19er. Schon mal sehr, sehr gut. Einen massiven Ferguson. Der Gerät gefällt mir. Jemand Welger Anhänger, okay. So, was haben wir hier noch? Hier ist ein Schneidwerkswagen. Ja, läuft. Hier haben wir unseren Unterstand, okay. Und mit Grube kann man hier rein? Ich müsste die Y-Achse noch umstellen, glaube ich. Krass, man kann hier lang latschen, aber hier kommt man nicht weiter irgendwie. Okay. Dude, ich will mich jetzt auch ja nicht drinne so großartig verlaufen, mehr oder weniger. Hallo, lass mich raus. Hilfe. 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 Okay. Das ist unser Farminghaus, so wie es ausschaut. Jawohl. Blim. Wann möchtest du geweckt werden? Krass. Okay, man kann jetzt auch mitten am Tage schlafen gehen. Das ist natürlich cool. Das ist sehr, sehr cool. Hier haben wir. Was stellt ihr da? Ich will glaube ich gar nicht wissen.
Topliner, Deutz Fahr. Also ich finde ja, naja, wenn man dich dabei hat, dann sieht es okay aus, aber von weiter weg ist irgendwie wie so ein Modell aus einem 15er oder so, ne? Okay, was wächst denn hier? Das Feld gehört mir, hier wächst Weizen, das ist schon mal super. Wir haben hier unser Hofsilo, hier haben wir unsere Garage. Warte mal, ist das unser Pickup? Ah, jo. Oha, also Lenkung ist aber, ne? Sehr, sehr bissig. Okay, da müsste ich vielleicht nochmal ein bisschen in die Einstellung rumfummeln, aber. Gut, Klappe können wir hinten aufmachen, das ist schon mal sehr schön. Start, Stopp, wir müssen mal. Pass auf jeden Fall in die Op. Oh. Oh, guck mal hier die Mappe. Alter. Okay, wir können aber nur bis hier, ne? Das hier hinter ist nur so. Wo sind wir? Okay, hier mittendrin. Und ihr hört das hier, das Ehenfeld, ne? Das hat einen Wert von 156. Und die Preise sind aber klar, ne? Okay, wir haben hier drei Felder, die hören uns. Das ist immer dieses, jenes und. Hier stehen noch mehr Traktoren. Wir haben nicht nur. Okay, das ist quasi das Schema für die Traktoren. Gut, okay. Ich verstehe. Hier haben wir unser Haus, hier ist unser Hofsilo. Tankstelle. Wassertank. Fastfood-Restaurant, Verkaufsstelle wahrscheinlich. Was ist das hier? Die Bäckerei. Felder. Gott sei Dank sind die relativ quadratisch. Hier geht voll krass die Autobahn durch. Hier so, ne? Hier oben ist bestimmt mega die Bürge und hier oben theoretisch wäre auch noch eine Möglichkeit für einen Hof oder so. Aber ich glaube mit den Feldern, die wir hier. Oh, hier fährt die Eisbahn, guck. Diesellokomotive. Mit den Feldern, die wir haben, kommen wir, glaube ich, gut klar. Die ist recht groß, die Map, ne? Okay. Was haben wir denn hier? Alternativer Helfer? Da habe ich was zu sehen. Okay, was haben wir hier? Wachstumskalender. Also von Seasons, ne? Hier erntet werden kann, ist das was Oranges und was wir aussehen können, ist was Grünes. Wetter. Okay, müssen wir mal schauen, wie die Preise pro Liter. Wir haben. Hier ist unser Lager, ne? Ja, wir haben nichts im Lager. Ja, oh, was gibt denn das hier? Steine, Herbizid, Kalk, Gärrisse, Gülle, Mist, Flüssigdünger, Mineraldünger, Möbel, Bretter, Schokolade, Erdbeeren, Tomaten, Salat. Traubensaft, Rosinen, Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Müsli, Honig, Zucker, Kleidung, Stoff, Käse, Butter, Kuchen, Brot, Mehl, Streusalz. Alter. Endlich haben sie wieder vernünftige Icons gemacht. Gott sei Dank. Gras, Heu und Stroh kann man jetzt wieder voneinander unterscheiden. Ehre. So. Ach, warte mal, wenn wir hier. Nein, das ist ja geil. Wenn man jetzt die Fruchtart auswählt, dann werden einem die Verkaufsstellen hier angezeigt, die das auch annehmen. Das ist ja cool. So, was haben wir hier? Ah, Fahrzeugübersicht. Wir haben Deutz Fahr, wir haben noch in. Ach, das ist jetzt Schneidwerk zu dem Drescher. Okay. Der Anhänger, wir haben John Deere. Alles klar. Finanzen. Ist alles noch auf Null. Okay, wir haben keine Tiere. Was haben wir hier? Verträge, Aufträge für andere Bauern, wa? Ja. Naja, mal gucken. Was haben wir hier? Produktionsketten. Du hast noch keine Produktionsgebäude. Hier haben wir Statistiken. Guck mal, wir spielen seit 9 Minuten. Okay, Spiel pausieren. Name, na. Automatisches Speicherintervall 15 können wir. Machen wir mal 5, ne? Schwierigkeitsgrad einfach. Komm, wir spielen mal auf normal. Verkehr lassen wir an. Saisonales Wachstum, ja. Tag pro Monat machen wir mal 2. Wieso alle Jahreszeiten? Hä? Muss man selber durchschalten oder was? Ach, so wie es dann immer aussieht anscheinend, wa? Schnee an, ja. Lass mal schneien, das ist kein Ding. Fruchtzerstörung aus. Pflügen notwendig an. Stopp.
Steine aufsammeln? Ja, das ist mega cool. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Kalk notwendig? Nee. Unkraut erstmal? Nee. Schmutz machen wir langsam. Automatischer Motorstart definitiv aus. Wir starten selber. Die Stop-and-Go-Bremse an. Anhänger Fülllimit. Anhänger können so weit gefüllt werden, bis das maximal zulässige Gesamtgewicht erreicht ist. Wir probieren mal. Spritverbrauch niedrig. Helfer. Kraftstoff kaufen. Ne, wir machen alles selber. Ne? Saatgut kaufen, Dünger kaufen, Gülle, Mist. Ne, nichts kaufen, alles selber machen. War ja einfach. Was haben wir hier? Hilfefenster aus. Ja. Euro passt, Kilometer passt, Celsius passt, Hektar passt. Nur Fahrzeug. Aber Radio ist ja aus. Okay. Mit den Einstellungen hier, da kümmere ich mich mal andermal drum. Dann hatten wir hier noch die Tastenbelegung. Ist eigentlich alles wie immer, glaube ich. Ja, und dann haben wir hier noch die Hilfen. Aber die kennen wir ja auch aus den anderen Teilen. Okay, dann haben wir hier das Menü. Dann würde ich sagen, schauen wir mal in das Shop-Menü noch hinein, oder? Wir könnten aber nebenbei trotzdem schon mal versuchen, den Helfer hier schon mal dröschen zu lassen. Dann haben wir hier nämlich schon mal. Eieiei. Ist die Optik aber gerade verrutscht hier. Ja, kumpel das mal an. Dann klapp dich mal auseinander. Klapp das mal runter. Strohablage müsste eigentlich aktiviert sein, oder? Komm, dann lassen wir den hier einfach mal so Sachen machen und gucken wir mal, was passiert. Okay. Spuckt er hier das Stroh hin? Also der angeblich haben sie ein neues Partikelsystem verbaut, ne? Na, ich muss sagen, mit der Grafik muss ich mich noch so ein bisschen anfreunden hier. Ist also definitiv nicht hässlich, das ist kein Meckern. Aber ja, Gewöhnungssache, glaube ich, ne? Ich glaube, Sound von den Maschinen passt soweit. Okay, dann steigen wir hier mal aus. Was haben wir denn hier unten? Ach, das ist der Wassertank-Trigger. Okay. Wir wollten ins Shop-Menü. Das ist. Oh. Oha. Was haben wir denn hier oben? Okay, hier haben wir die Marken wieder als Übersicht. Kompakttraktoren mit. Ey, pass mal auf. Ich habe ja was Cooles gekauft. Und zwar ihn hier: Porsche Diesel Junior. Und zwar habe ich diese Teil aus den Revell-Bausatz in Kooperation mit Farming Simulator 22. Da war ein Freischaltcode bei. Da ist das Ding. Oh, Shop ist aber schön. Cooles Ding. Was kostet denn der? Gesamtpreis 7.500 ist aber okay. Kennzeichen ohne. Wir können hier auch irgendwie. Warte mal, ändern. Kennzeichen. Hallo? Ach, hier nur Zahlen oder was? Ich will aber Buchstaben haben. Oha. Haben wir noch mehr? Typ 1. Nur hinten. Komm, dann machen wir ohne Kennzeichen. Aber wir können hier Mieten ändern. Kamerasum. Wir können hier nicht mehr weiter umbauen, ne? Komm, wir nehmen den. Der kostet. Warte mal, der Helfer kostet ja Geld. Na, ist egal. So, wir kaufen den. Ja. So. Den. Wer war das denn? Das hier alles. Rigi Truck. Landini. Hier, oh, geh mal hier. Minikette. Zeig mal. Du bist ja lustig. Das ist der geile Lack, den immer bei den Modfahrzeugen gehabt, ne? Sehr cool. Dann haben wir noch Zetor ist mit bei massiven Ferguson haben wir. Fendt haben wir. Hier haben viel Schmalspur-Dinger dabei. Iseki ist ja cool. Oh, hier ist der Bührer wieder. Den mag ich ja auch. Faltra, Fendt, Zetor, New Holland, John Deere. Steyr, der ist auch mit bei. Krass. Lindner, Case. Oh, Marken sind viele, ne? Ich habe mir da auch nicht großartig was angeguckt vorher. LKWs wollte ich dahin. Oh, Mack ist die neue Marke. Das war's schon? Ein MAN und Max?
Ja, gut. Der hier wäre vielleicht was, wa? Der sieht ein bisschen geil aus. Okay, kümmern wir uns jetzt aber nicht drum. Vor allem, die sind hier nur Fahrzeuge, ne? Oha. Ulala. Müssen wir mal gucken. Was gibt denn hier noch alles schön? Anhänger? Steinesammler wollte ich genau. Wie viel PS? 100 PS. Wie viel hat denn unser Diesel-Dingsbums ihr habt hier? Unser Porsche Diesel. Der hatte PS 14. Eieiei. Der kann ja nicht mal so viel. Walzen? Ach, krass, im Ausklappen. Seetechnik, Kreiselecken, Scheibenecken, Miststreuer, Düngerstreuer. Wahnsinn, was hier alt gibt, ne? Sieht doch mega cool aus. Ballenpressen, was haben wir denn hier alles am Start? Eine alte Massey Ferguson, zeig mal, die sieht ja cool aus. Oh, macht die HD-Ballen? Guck mal hier, die kleinen Ballen macht die. Das ist ja cool. Sehr schön, sehr, sehr schön. Okay, da muss ich mich aber mal doll zurechtfinden. Hier kriegen wir aber alles hin. Was haben wir hier noch? Ah, Big Bag Paletten, ja. Pakete? Wenn wir. Ajo. Hier kannst du komplett hier deine Ernte, Transport und Feldbearbeitungs- und Seetechnikhofen für Getreide anbauen. Okay. Hier braucht Maschinen. Das fand ich mega interessant. Okay, mehr sind hier gerade nicht drin, oder was? Nee. Ihr braucht der Überladewagen, dann haben wir hier. Der macht Gärreste und Gülle und Dünger müsste es sein, ne? Okay, ist ein Transportwagen. Ein Teleskoplader und ein Rübenroder. Gekaufte Gerätschaft. Okay, hier haben wir eine Übersicht an allen Autos. Oha. Auch nochmal unterteilt, ne? Kommt nicht alles nacheinander in so einer endlosen Reihe. Das finde ich irgendwie besser, muss ich sagen. Okay, gemietete Fahrzeuge, Mods und DLCs. Können wir die hier intern nochmal auswählen? Das wäre krass. Sonst hier, Viehhändler, Kleiderschrank. Ach, wir können uns auch jederzeit umziehen, alles klar. Bauen wäre noch interessant, ne? Oh, krass. Warte mal. Okay. Der ist gleich fertig mit Dröschen hier. Guck mal. Abgefahren. Guck mal, wir stehen da. Ja. Gebäude. Dann haben wir hier noch. Wie kann ich denn? Container. Sind die verrückt? Was gibt es denn hier alles? Tools. Ist ja der Hammer. Der sieht doch kein Schwein durch. Farmhäuser. Siloerweiterung. Was? Boah. Okay, ich glaube, das Spiel hat extrem viel Potenzial. Wenn ich mir hier die ganzen Silos angucke. Dekoration. Na, Hauptsache, die haben hier Untermin Zäune ohne Ende. Ich hätte Bock auf einen Kuhstall. Bienen, sonstige Hühner, Schafe, Schweine, Pferde, Kühe. Okay, steht hier irgendwie wie viel? 80 Kühe, 45 Kühe, 80 mit Fütterungsroboter. Okay. Oh, ist aber, Alter, eine halbe Million kostet das Ding. Die Kuhweide, die kostet 75. Wie groß ist die? Also mit dem Bewegungsmenü muss man sich noch einfuchsen. Aber ist okay. Übelst viel Zeug mit eh mal. Krass. Leute, das soll schon gewesen sein für heute, oder? Für die erste Folge zum Rindschnuppern. Sieht sehr vielversprechend aus. Video hat hier ausschalten kann. Ich habe keine Ahnung. Beim nächsten Mal gucken wir uns mal die ganze Geschichte mit unserem neuen Traktor an. Der muss ja. Hier steht er. Der ist ja niedlich. Ton ist ein bisschen leise, ne? Okay, Licht an, aus, mehr geht nicht. Oh, ein cooles Ding. Und der hat eine Gangschaltung, der schaltet automatisch alleine. Wo sind wir überhaupt?
Zeig mal Karte. Hier ist der Shop. Okay, wir sind da. Wir müssten theoretisch nach rechts fahren und dann kommen wir automatisch nach Hause. Was haben wir noch für Fahrzeuge? Wir haben die Pickup. Wir haben den massiven Ferguson. Dann haben wir hier einen John Deere. Da ist schon die Sämaschine alles fertig zum Feldbestellen, ne? Krass. Wir haben noch einen John Deere. Das ist ein ganz schöner Büffel hier. Okay. Und wir haben Decadet. Alles klar, Freunde. Damit lässt sich doch arbeiten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin echt gespannt. Ich habe richtig Bock, ne? Ich weiß ja nicht, was ich jetzt zuerst machen soll. Das ist der absolute Hammer. Bis dahin, macht den Quatsch. Rinni hauen.